zurück zu Raschenkfisching 4. So, ihr seht ja schon, ne? seit dem letzten Video habe ich ja schon wieder ein paar Level geschafft. Aber das kommt noch, was, warum ich so jetzt mit einem Level höher bin. In diesem Video will ich euch mal das zeigen, was ich soweit rausgefunden habe. Also das Spiel mal ein bisschen näher bringen, ehe ich sowieso beim Angeln alles vergesse und euch zu erklären. Wie gesagt, die Taste Z habe ich euch erklärt, ne, zum Ranzoomen, wenn wir halt angeln. Taste T zum Beispiel wäre, wenn wir hier jetzt was zu essen haben, die Taste T festhalten, auf die Nahrung klicken, Taste loslassen, zack, esst ihr oder trinkt ihr. Kaufen können wir hier die Sachen hier drin. Ich kann es euch mal präsentieren. Vielleicht wäre das etwas besser. Präsentiere ich euch das mal. So, zum Beispiel kaufe ich mir jetzt mal ein Brot. So, jetzt gehen wir auf T. Seht ihr? Einmal Brot anklicken. T-Taste loslassen. Zack, essen wir Brot. Und wir haben dann keinen Hunger mehr. Die Hungeranzeige ist halt voll. Dann gehe ich hier nochmal rein. Wie gesagt, das müsste Kaffee sein, das Glühwein, weil wir das auch herstellen können. Mal gucken, ob ich es euch dann halt präsentiere. Dieses hier, wenn ihr das kaufen tut und trinkt das, kriegt ihr XP-Boost. Das heißt, wenn es kleiner Fisch ist, kriegt ihr, und er bringt euch, sage ich mal, 75 Punkte. Dann kriegt ihr statt 75 Punkte 76 Punkte. Beißt ein größerer Fisch, meinetwegen von 135 Punkte. Dann kriegt ihr statt 135 5 Punkte dazu, also wenn es dann 140 XP-Punkte. Würdet ihr also hier mit dem Trank schneller leveln. Ja? Und wenn ihr jetzt etwas, es gibt es nicht viel, aber die Prozentzahl steigt, um mehr Fische zu fangen, kauft ihr hier diesen Wodka. Ja, einmal kaufen, könnt ihr zweimal von trinken von einer Flasche, ihr könnt es auch gleich ganz leer machen. Ne? Also das bringt euch ein bisschen. Nicht viel, aber ne, einiges bringt es. So, das wäre dann halt das, hier die Karte und so weiter habe ich euch ja gezeigt. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Shop. Alles kann ich euch halt nicht erklären. Weil ich, soweit bin ich nicht, dass ich hier schon alles ausgetestet habe. So. Bei den Routen. Man wird ja überhäuft. Man hat ja kaum Durchblick. So mache ich es zumindest. Also alles hier, die Angaben sind ohne Gewähr. Also es kann sein, dass es falsch ist oder so. Dann gebt bitte kein Dislike. Schreibt lieber in die Kommentare hier, das ist falsch. Das ist das. So, ich mache das folgendermaßen, ich sortiere sie mir. Hier haben wir, hier geht es nach Preisen halt, ne? Von billig nach teuer. Jetzt können wir aber auch ein bisschen aussortieren, alles was jetzt zu Extremfishing gehört. Ich weiß es nicht, ob es die Angelmethode ist oder ob es Firmen sind oder so, das kann ich nicht sagen. Also hier haben wir jetzt nur noch 4 Stipprouten, ne? Wenn wir jetzt die Stipprute nehmen, hat ja auch 1,5 Sterne. Und desto mehr Sterne halt sind, umso besser ist die Qualität. Ne? Der hat hier volle 2 Sterne, also ist die Qualität bei der Route schon viel besser gegenüber der Standard. Das ist ja die Standard-Stipprute, die wir sowieso am Anfang haben. Ne? Deswegen hat die überall 4 Sterne. So, und jetzt zeige ich euch mal hier das Infofeld. Die hat jetzt ein Wurfgewicht von 5 bis 35 Gramm. Ich hoffe, es stimmt. So habe ich es mir halt raus gedacht, dass das so ist. Anders wüsste ich nicht. Sie ist 3,90 Meter. Sie hat einen Maximalwiderstand von 4,5 Kilo. Ja, das ist der Maximalwiderstand. Also heißt es, müssen wir uns diese 4,5 Kilo merken und würden jetzt zur Rolle gehen. Jetzt zeigt er auch, wir sind ja immer noch Extremfishing, jetzt zeigt er nur die an, die unter der Kategorie Extremfishing ist. Wir haben also einen besseren Überblick. Also könnten wir diese Rolle da
ranmachen. Am Anfang sowieso, weil da haben wir noch nicht so viel Geld. Könnten wir halt die Rute kaufen, die Spule kaufen und es würde auch gut passen, ne, weil die hat ja einen Widerstand von 3 Kilogramm. Ne? Ist 1,5 Kilogramm halt leichter und wenn ihr weiter angelt und könnt euch schon diese leisten, ne, die ist dann schon klein bisschen besser als wie jetzt die Standard. Ne? Seht ihr ja. Ne? Und wie gesagt, hier ist es genauso, desto mehr Sterne, umso höhere Qualität hat das. Also ist auch der Preis dementsprechend. Finde ich gut. Weil heutzutage zahlt man ja die Qualität mit. So, dann, wenn wir dann jetzt so unter Leine gehen, also die Schnüre, die Angelschnüre, ne, dann zeigt er auch nur, so haben wir jetzt halt alle. Und ja, was mache ich jetzt für Schuhe ran? Ja, oh ja, hier das Bild gefällt mir, die mache ich ran. Kann total verkehrt sein, weil es nicht zusammenpasst. Also bleibe ich in der Extreme Fishing. Aha, Extreme Fishing kann ich hier die Express Fishing Superline nehmen. Und wir wissen ja, ne, wir haben 4,5 Kilo. Wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, machen wir die ran. Weil wenn großer Fisch beißt, reißt uns hier die Schnur, aber die Angel bricht nicht. Ne? Die Angel wird nicht brechen. Höchstens die Schnur reißen, weil die Schnur schwächer ist als die Rute, weil die nur 3,9 Kilogramm trägt. Die Rute hat 4,5. Ne? Danach müsst ihr immer gucken, ob ihr jetzt so eine Angel mit Rolle habt oder so, ist genau dasselbe. Ne? Guckt da halt dann nach der Rolle. Wenn wir jetzt, wie ich schon sagte, die hier kaufen würdet, würde ja 3 Kilo. Also heißt theoretisch, jetzt nehmen wir eine, die halt, naja gut, geht zur Not, ist 1 Kilo oder 1 Gramm mehr, als jetzt die Spule hält. Ja? Um nur mal sicher zu gehen, nimmt man die. Weil dann nutzt sich die Spule nicht so doll ab. Als wie wenn wir jetzt, sag ich mal, sowas raufknallen. Man kann es machen, ja klar. Nur die Schnur würde sich urschnell abnutzen und man müsste schnell eine neue kaufen. Weil desto mehr sich die abnutzen, werde ich euch auch noch zeigen, umso mehr ne, müsst ihr halt Schnuren kaufen. Ne? Und wie gesagt, hier sind 120 Meter drauf. Ja. Kann der Fisch also 120 Meter rausschwimmen, bevor er abgeht vom Haken. Diese hier wäre schon viel zu stark. Gut, die hätte jetzt die gleiche Tragkraft wie die Rute. Aber ich sage mal, da ist die Gefahr groß, dass die Rute bricht und die Schnur weg ist. Ne? Also würde ich euch nicht empfehlen. Also bleibt dann lieber bei Superline. Sucht euch hier die starken Schnüre aus. Je nach Stipprute, die ihr habt, und dann stimmt das alles. So ist es auch genauso, wenn ihr jetzt, sage ich mal, eine Spinnrute kaufen tut und spinnen wollt, dann zeigt er hier auch nur an, was unter Extremfishing gehört. Ne? Dann könnt ihr hier halt alle aussuchen. Hier gibt es ja alles. Ne? Müsst ihr halt aussuchen und testen, worauf beißen die Hechte am besten. Ne? Also ich habe hiermit schon ein paar Hechte gefangen. Ja? Kann Zufall gewesen sein, kann auch Glück gewesen sein. Es kann natürlich hier auch einer bei sein, der halt noch besser ist. Ja? So, wenn wir unter den Spinnern gehen, habe ich mich den mal gegönnt. Und ihr fangt damit Barsche. Es beißen wirklich nur Barsche drauf. Klar, wird es hier irgendwo auch wieder eingeben, wo dann der Hecht auch drauf geht. So, dann gehen wir mal weiter bei Posen. Ist es genau dasselbe? So hätten wir ja alle Posen. Wenn wir, ach ja, die gefällt mir, die möchte ich gerne haben. Kann man, solange wie das Infofeld weiß ist, könnt ihr sie kaufen und nutzen. Ne, aber hier gibt es Posen, wo es halt nicht so ist. Zum Beispiel hier die, wo ist sie?
Hier die Leuchtpose. Ja, orange. Da braucht ihr in den Talente bestimmt irgendwas, was ihr freischaltet. Ne? Also wie gesagt, Extremfishing, zack, bumm, habe ich besseren Überblick, ist nicht so viel halt. Ne? Wird man nicht überhäuft. Genau wie bei Haken, es gibt ja hier jede Menge Haken. So, jetzt blättert man durch und scrollt, ah Mann, welchen Haken nehme ich? Ja. Dann geht man durch Extremfischen und schon hat man alle Haken, die in der Kategorie zu finden sind. Wenn das jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen Firmen sind, dass es eine Herstellerfirma ist, diese Extremfishing, oder es ist wirklich mit, hat was mit Angeln zu tun, dass es Extremangeln ist oder so, ja, dann haben wir auf jeden Fall alles, was unter dieser Kategorie fällt, würde alles gut zusammenpassen. So ist meine Devise, dass das dann auch alles gut übereinstimmt. Ne? Also es heißt jetzt wegen den Haken, siehst du ja, S1 ist ja wieder größer als S2, ne? S01 ist noch größer und 2.0er Haken ist noch größer. Es heißt aber nicht, dass ich jetzt damit rausschmeiße und hole nur die Kapitalfische raus. Damit könnt ihr auch kleine kriegen. Ihr müsst immer gucken, was habe ich jetzt am Haken? Brot? Ja? Oder habe ich Maden dran? Was soll ich mit Maden? Maden sind kleine Wesen mit einem S2er Haken. Ja? Da könnte ich ja im Real Life ja jede Menge kaufen. Ne? Ihr könnt das so, wie ihr das betrachtet, ist folgendermaßen. Ihr könnt hier drauf gehen, linke Maustaste gedrückt halten und dann könnt ihr euch das hier so ein bisschen drehen und betrachten. So, ne, also wäre der doch, ist der für, sag ich mal, für Tauwurm würde vielleicht der S8er oder S6er gut sein, weil der Tauwurm ist groß, ne, wenn man den rauf macht. Regenwurm könnte man den S10er nehmen, ne? Der würde für Regenwurm halt gut geeignet sein, ne? Also man muss immer nach dem Köder gehen. Wie groß ist mein Köder? Ne, also nicht große Haken, große Fische. Ne? Hier zum Beispiel der 1.0er Haken. Gut, kostet 2 Silber. Ja. Aber warum soll ich 2 Silber ausgeben, wenn ich damit genau dieselben Fische fange, wie ich dann auch mit einem 10er Haken fangen kann? Wäre da sinnlos. Der 10er ist billiger. So, das zu den Haken. Wenn wir dann wieder weitergehen. Hier haben wir ja Schrotblei. Schrotblei ist folgendermaßen. Das sind die Bleie, die man halt an der Angelschnur anklipst. Die sind halt gespaltet. Das ist ganz weiches Blei. Und die drückt man dann an den Haken fest. Und dann gibt es verschiedene Gewichte in jedem Fach. Ne? Kleine sind leichter. Und dann werden sie immer, desto größer sind, desto schwerer. Die sind dafür gedacht, entweder hier sage ich mal bei Pose, dass die Pose steht. Ne? Je nach Größe der Pose oder so bräuchte man auch hier mehr Schrotblei, damit die auch steht. Sonst steht die nämlich nicht. Eine Pose liegt immer, wenn man kein Schrotblei an der Schnur macht. Ne? Und dieses Schrotblei kommt meistens immer zwischen Haken und Pose. Ne? Dazwischen wird normalerweise Schrotblei angeklemmt. So, das wäre dann halt dazu. Hier haben wir dann das Grundblei für Grundangeln. Ne? Da müsst ihr gucken, wie viel Gramm kann meine Rute tragen. Und dann hier nach der Grammzahl gehen. Ne? Und desto höher die Grammzahl, klar, desto weiter können wir auswerfen. Ne? Das ist auch Grundblei, was wiederum für eine Grundangel ist. Jetzt ist die Frage, welche ist halt besser? Ist es der besser oder der besser? Kann ich gar nicht mal so sagen. Ich würde mal sagen, der wäre besser, weil er schlank ist. Das heißt, er würde halt, wenn es mal ins Kraut geht oder so, nicht so schnell hängen bleiben. Weil er schlanker ist, als wie dieser große Ball. Und wie gesagt, desto größer auch der
das Blei halt ist, ist es auch für Fische mehr sichtbar. Ne? Der wäre für den Fisch halt sehr, sehr sichtbar. Ne? Weil er verdammt groß ist und dick ist. Ja, aber das kann man ja halt testen. Ne? Dann haben wir hier noch dieses Grundblei. Das heißt, durch dieses Loch hier wird die Schnur gezogen, dann kommt hier oben meinetwegen Schrotblei oder was weiß ich dran und hier unten genauso. Oder man macht nur oben an der Hauptschnur irgendwo, sage ich mal, dieses Schrotblei dran. Das heißt, dieses Gewicht würde auf der Schnur halt laufen. Ja? Wenn der Fisch jetzt beißt, würde er die Schnur ziehen, das Gewicht merkt der Fisch nicht. Er zieht ja nur die Schnur durch dieses Loch. Und wenn jetzt hier, sag ich mal, der Schrotblei ist, der Fisch zieht, zack, Schrotblei kommt runter, das Blei wird mitgezogen und dann hängt auch meist der Fisch. Ja? Das ist hier so mehr Schonangeln. Ne? Damit der Fisch keinen Widerstand hat und kann erstmal schön ziehen, dann müsste man natürlich da, wo der Haken ist, Haken plus gibt es ja ein Vorfach und dann kommt normalerweise da ein Wirbel dran. Ne? Wäre schön, wenn das hier mit eingebaut werden würde oder wäre, dass man auch Wirbels kaufen könnte. Dann hat man nämlich einen Wirbel zwischen Vorfach und den Haken und der Hauptschnur, hätte man einen Wirbel und das verknotet man ja. Dieses Blei würde das kaputt hauen und irgendwann ist sie porös und würde reißen. Also würde man hier eine Plastik Perle oder einen Gummistopper ran machen, damit der Wirbel geschützt ist, wenn es dann darauf knallt. Ja, also wie gesagt, das ist mehr so ein Laufblei. Ne? Das läuft auf der Schnur. Wo gegenüber diese hier laufen ja auch dadurch, nur eben durch diese Öse läuft halt die Schnur durch. Ne? Die Schnur würde hier durch diese Öse halt gezogen. Ne, und dann würde der das auf Hauptschnur. Und da würde es genauso funktionieren, wenn es hier Wirbel geben würde, würde vor der Wirbel halt ein Stopper kommen aus Gummi oder eine Plastikperle. Ne, und auf der anderen Seite genauso. Müssen wir ja. Wenn wir jetzt, sage ich mal, es wäre so hier das Spiel halt gemacht worden, dass man halt Wirbel macht, ne, also Plastikperle vor der Wirbel, dass der Wirbel geschützt ist. Hinter der Hauptschnur machen wir gar nichts dran. Das heißt, der Fisch würde die Schnur ziehen und wir würden gar nicht merken, dass da ein Biss kommt. Deswegen muss hier hinter, ja, hier hinter, hier ist jetzt die Schnur, die hier durchläuft. Machen wir mal so. Ja, die Schnur läuft jetzt durch die Öse. Hier ist der, meinetwegen sage ich mal beispielsweise jetzt der Wirbel. Da kommt eine Perle vor, damit der Wirbel geschützt ist und den Knoten, den wir gemacht haben. Und einen Meter weiter, sage ich mal, würde hier der Schrotblei sein. Das knallt hier drauf. Der Fisch zieht alles mit sich und wir merken auch dann auch den Biss. Solange wie diese Perle hier nicht raufknallt, passiert auch nichts. Ne? So, das dazu. Jetzt haben wir genug Bleierklärung. So, und genau wie die ganzen Köder hier. Würmer ist klar. Würmer funktionieren immer. Ne? Ob ihr den Regenwurm, Tauwurm, nee, Regenwurm, Mistwurm, Tauwurm und Mistwurm. So ist es. Und hier ist leider ausverkauft. Ne? Und diesen Blutwurm könnten wir per Echtgeld kaufen, weil Gold gibt es momentan nur Echtgeld, aber später kann man das halt auch selber herstellen. Das kommt noch. So, jetzt habe ich halt hier am See, ihr habt ja gesehen, dass ich weiter geangelt habe und schon ein paar Level aufgestiegen bin wieder. Das heißt, dieser Köder. Diese Bienenmade oder Puppe oder Fliegenlarve oder was auch immer das ist. Also damit habe ich sehr gut gefangen. Ja, sehr gut und auch große. Und leider ist das jetzt ausverkauft. Wir müssen warten, bis sie wieder verfügbar sind. Ärgere ich mich natürlich, weil es ein sehr, sehr guter Köder. Habe ich immer gute und große Fische gefangen. Ne? Und die haben wir jetzt für die Grundangel. Man kann das auch eine Pose machen, selbstverständlich für die Grundangel. Dieses hier wäre dann der Käse, der Mais, Salatblatt, Erbse,
Getreide. Und dann kommen die ganzen verschiedenen Boilies mit verschiedenen Geschmäcker. Ne? Ne? Und dieses hier auch wiederum, was hier mit Gold zu tun hat, kann man auch wieder später selber kraften. Ne? Diese Algen hier, da gibt es einen Drahtkescher, zeige ich auch noch, womit ihr das aus dem Wasser fischen könnt, wenn ihr Glück habt. Desto höher der Skill natürlich ist im Kraften, steigt natürlich die Chance, sowas reinzubekommen. Ne? Das ist auch mit den Muscheln so. Ne? Die kann man da auch halt kriegen. Hier haben wir jede Menge Insekten. Und diese Insekten, schätze ich mal, dass das halt mehr doch der Forellenköder ist. Ja? Heuschrecken zum Beispiel. Wer geangelt hat und irgendwo schon mal auf Forelle gegangen ist und so weiter, weiß es, dass Heuschrecken auch manchmal übers Wasser laufen. Und dann hat man ganz bestimmt, hat irgendeiner schon gesehen, wie mit mal die Forelle geschnappt hat. Ja, und dann kann man die halt auch ranmachen. Habe ich auch schon, wo ich noch geangelt hatte, hatte ich auch so eine Heuschrecke mal im Gras gefangen, rangemacht und habe auch Forelle damit gefangen. Ja? Dann macht man den Haken hier hinten durch, damit sie am Leben bleibt. Ja? Zieht man den Haken hier durch, schmeißt raus und hat auch nicht lange gedauert, wo ich dann die Forelle gefangen hatte. Also wie gesagt, Heuschrecke und so weiter, das sind eher so die Forellen. Ich will die ja noch testen, ob auch andere Fische drauf beißen. Ne? Dieser Frosch, den kann man auch fangen, braucht man also auch kein Echtgeld ausgeben. Genauso wie diese Köderfische. Ne? Dass man seine gefangenen kleinen Fische halt als Köderfisch nehmen kann, schätze ich mal. So, dann machen wir hier weiter. Wenn wir jetzt Extremfishing wieder gehen, weil wir es da ausgesucht haben, hätten wir nur dieses Stahlvorfach. Ne, hier seht ihr ja so einen Wirbel. Ne, also da würde dann so eine Plastikperle beim Grundblei raufkommen, damit dieses hier nicht kaputtgestoßen wird. Und genau wie dieser Wirbel. Ne, das kommt dann zwischen Hauptschnur und das Vorfach, wo der Blinker dran ist. Dazwischen kommt das, weil Hecht scharfe Zähne hat. Desto größer der Hecht, kann er die normale Schnur durchbeißen, aber dieses hier kann er nicht durchbeißen. Ja. So, hier haben wir dann halt für Grundangeln verschiedene Futterkörbe, die wir dann mit Futter befüllen können. Das zeige ich auch noch. Ja, und hier sind jetzt die ganzen Futtermittel. So, alles, wo der weiße Infofeld ist, könnt ihr momentan kaufen. Wenn ihr kauft das jetzt, zack, gekauft. So, dann geht es weiter. Dann müsst ihr in diese Kategorie gehen und sagt so, ich mache jetzt den Geschmackverstärker dazu. Und dann holt ihr noch hier Vanille oder Karamell oder so noch dazu. Das ist halt mehr der Duft, der an den Köder noch rankommt und verteilt sich im Wasser und ist eine große Duftwolke unter Wasser mit mal. Und der Fisch riecht das, interessiert sich dafür und sagt sich, okay, da gehe ich doch mal hin, da versuche ich mal, ob das mir schmeckt. Und dann urplötzlich hat er angebissen. Ne? Also die Chancen steigen natürlich dadurch, dass man sowas macht. Ne? Also wie gesagt, das kaufen und dann diesen Geruch. Ne? Ja, ich sage mal, Vanille, Karpfen mag süßes Kram. Ja. Und auch andere Fische mögen süßes Kram. Das würde dann alles halt da drauf beißen. Alles, was das nicht mag, die Fische beißen erst gar nicht, weil sie eher verscheucht werden. So, und dieses hier weiß gar nicht, was das sein soll. Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Wäre nett von euch. Also das kann ich euch nicht erklären, wofür das ist, ob das auch irgendwie so ein Duft ist oder was. Ich kann es euch leider nicht sagen. Kenne ich auch in Real Life. Habe ich sowas auch noch nie gesehen, in irgendeinem Angelladen oder so. Also wer es weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, und dann haben wir den letzten Punkt. Hier gibt es nur so einige andere Sachen. Ne? Das ist hier so eine Laterne, die wir uns nachts, schätze ich mal, neben uns stellen, anmachen,
gibt mehr Licht als die Stirnlampe, die wir momentan besitzen. Fernglas. Weiß ich nicht. Also kann mir vorstellen, dass das Fernglas dafür ist, weil, nehmen wir mal die Pose. So, wir haben eine große, Pose dran, die schwer ist, also schmeißen wir ja weit raus. Und ich glaube nicht, dass wir mit Z so weit ranzoomen können, dass wir die Pose noch sehen können. Ich schätze mal, dass man dann das Fernglas sich kaufen kann und kann dann, gucken wir jetzt da durch und sehen die Pose. Ja? Das ist halt meine Idee, dass das so ist. Sonst wüsste ich nicht, wofür man Fernglas braucht. So, und hier haben wir jetzt den Kescher. Also es empfiehlt sich, den zu kaufen. Wenn man ein großer Fisch ist, um die Schnur und die Angelrute nicht zu dolle zu beschädigen, kauft man lieber hier einen Kescher und keschert dann die Fische. Sage ich euch auch noch, wie das geht. Also wie gesagt, den Kescher tun wir immer mit der Leertaste aufrufen. Ne? In der Hand haben wir die Angel. Der Fisch ist ziemlich bei uns am Ufer, Leertaste gedrückt, zack, kommt der Kescher und wir müssen den Kescher nur noch unterm Fisch steuern. Und schon ist er drin. So, was das hier ist, Leute, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wartet. Das sind doch diese Plastikperlen. Moment. Das müssten die doch sein. Wie ich euch ja bei Grundblei erklärt hatte, dass irgendwie dieser Wirbel geschützt wird. Dann würde das Blei hier drauf knallen, anstatt hier unten wäre dann der Wirbel und der Knoten, der würde dann hierdurch geschützt, weil das Blei ja hier drauf knallt. Und da das härter ist, geht das nicht so schnell kaputt wie hier vorne, wo unser Knoten zwischen Hauptschnur und Vorfach ist. Sollte ich falsch liegen, bitte ich euch, schreibt es in die Kommentare, anstatt gleich Dislike zu machen. Ne? Also ist ab Level 7 verfügbar. Ab Level 7 könnt ihr das nutzen. Also ich glaube es mal. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Ich schätze es mal, dass das diese, wie ich schon erklärt hatte. Ja, das wäre dann jetzt erstmal halt soweit der Shop, was ihr da kaufen könnt und so weiter. Ne? Diese Tafel hatte ich ja schon erklärt, da kommen die besten gefangenen Fische hin. Hier an diesem Bankautomaten könnt ihr jetzt, wenn ihr per Echtgeld, sag ich mal, Gold gekauft habt, könnt ihr das per Ingame-Währung umwandeln. Das heißt, ihr würdet jetzt für 9 Gold 70.000 Silber bekommen. Oder für 45 Gold 50 würdet ihr eben halt 5.000 Silber bekommen. Wie viel? Wie teuer das hier jetzt ist, kann ich gar nicht sagen. Russische Währung kenne ich nicht. Ich wüsste im Moment nicht, wie ich das umrechnen soll. Ja, also da gebe ich keinen Kommentar ab, bevor ich was Falsches mache. Ne? Außer erst weiß einer. Kann das in die Kommentare schreiben. Und sagen, hier, macht das mal so. So, Entschuldigung dafür. So, und hier, wie gesagt, habe ich ja auch schon gesagt, an jedem See gibt es halt diese Karte, die wir für 3 Silber kaufen können. Ist empfehlenswert, die zu kaufen, weil dann können wir jetzt mit M die Karte halt aufrufen, habe ich ja gesagt, ne, wo sind die Wassertiefen, hier wäre 1,5 Meter tief, hier 5 Meter, 5 Meter tief, 3,5 Meter tief. Wenn man jetzt, sage ich mal, hier steht und sagt, ich will da draußen angeln, mit Pose oder so, dann weiß ich genau, wie tief kann ich stellen, damit die Pose halt nicht auf Grund liegt. Das heißt, hier steht 3,5, würde ich halt auf 3 Meter oder 3,10 Meter würde ich sie dann stellen, dann wäre ich ziemlich über den Grund. Weil wenn der Köder mit der Pose auf Grund liegt, fällt die beiseite und liegt dann nur.
Klar kann man auch so Grundangeln machen. Die Pose würde sich hinstellen, wenn der Fisch beißt und auch untergehen. Klar kann man das machen. Ja, aber da weiß ich nicht, ob das hier funktioniert. Ja. So, jetzt zeige ich euch nochmal, warte mal, habe ich jetzt noch was? Ja, ich habe Brot. Wenn wir jetzt, also wie gesagt, ihr klickt die Taste N und ihr habt das Crafting-System. Ja, hier würdet ihr halt hier was ich euch gezeigt habe, die Tüten. Da könntet ihr euch hier selber Brötchen herstellen, zum Beispiel. Ne? Hier könnt ihr das hier, dieses Grieß oder was das sein soll, könnt ihr erst kraften, wenn ihr einen bestimmten Prozentzahl hier im Crafting-System habt. Schon hochgelevelt, ich weiß nicht die Prozentzahl. So weit bin ich noch gar nicht. Ja, dann wird das hier nach und nach alles freigeschaltet, dass ihr dann selber alles kraften könnt. Momentan könnt ihr aus Brot so eine Brotköder machen. Das heißt, wir klicken hier auf Plus. Ihr klickt auf das Brot, bestätigt mit OK, geht hier auf Herstellen. So, und jetzt haben wir 30 Brotköder. Können wir also jetzt 30 Fische fangen. Ja? So sieht das mit den Kraften aus. Kraften kann man auch mit anderen Sachen, das werde ich euch auch jetzt mal zeigen. Und zwar hier, wo ihr die Reparaturen der Routen vornehmt, ne? Habe ich euch ja schon gesagt, dass man hier reparieren kann, je nachdem, wie weit dieser gelbe Strich nach unten ist, sollte man überlegen, doch zur Reparatur bringen. So, jetzt hier. Wenn ihr könnt einen Spaten kaufen und nach Regenwürmer buddeln, dann steigt euer Kraftwerkssystem auch rapide an. Dann könnt ihr schnell da mit der Prozentzahl nach oben kommen, um mehr herzustellen. Ja? Und das ist das, was ich sagte, wo ihr auch Algen und Krebse und so weiter fangen könnt. Das zieht ihr einfach durchs Wasser. Stellt euch am Ufer hin, zieht das da durch und mit viel Glück habt ihr da was Gutes mit rausgeholt. Also kann man hiermit halt auch sehr gut kraften. Ja, das ist so viel, das sind hier so viele Tiermesser. Ne, hier kann man Muscheln öffnen. Ne, hier kann man das mit filetieren. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Fisch gefangen habt und sagt, ach, der bringt mich eh kein Silber, ich filetiere den. Und habe dann einen Köder. Also die Filets können wir da am Haken hängen. Und gucken, dass wir damit einen Fisch fangen. Ja, das sind so hier mehr die Sachen, wo wir Plinker halt bauen können. Ne? Da können wir Plinker halt mit herstellen. Und das sind die Zusatzsachen, die wir für Plinker brauchen. Dieses hier, ja, was soll ich sagen? Sagen wir mal, ja. Schweizer Messer. So, da haben wir mehrere Klingen. Also hier mit dem Messer könnte man wahrscheinlich mehr anfangen, mehr mitmachen können auf einmal. So stelle ich mir das vor. So, und dieser Eimer wird euch ganz interessieren. Was soll ich mit einem Eimer? Folgendermaßen. Ihr habt ja im Shop gesehen, ihr könnt ja Köderfische halt kaufen. Und wenn ihr mit dem Kraftwerkssystem soweit seid, und irgendwann mal Köderfische selber nutzen könnt, die kleinen, die ihr fangen tut. Wasser im Eimer, Köderfische hier rein, sie halten länger. Weil, wenn wir sie im Kescher haben, verderben die genauso wie unsere normalen Fische, die wir fangen. Aber hierdurch, zack, kommt Wasser rein, diesen Deckel öffnet man und schmeißt dann da seine Köderfische rein und sie haben eine längere Haltbarkeit. Das, ne? Dann verderben sie uns nicht so schnell. Weil es beißt ja nicht ein Hecht nach dem anderen, nur weil wir jetzt da Köderfisch. Ne? Und das sind alles hier Zusatzsachen, die wir halt zum Blinkerbauen brauchen. Ne? Soweit bin ich aber noch nicht. So, okay, das ist das, was wir hier halt dann kaufen können. U, hatte ich glaube ich schon erzählt, ne? U hier, U festhalten natürlich. Eine Rute nehmen, zack,
hier drauf ziehen, zack, ist sie in der Schnellstartleiste. Also bedeutet das, ich brauche nur noch Taste 1, 2 und 3 klicken. Dann habe ich die Route halt in der Hand. Taste 1, zack, bumm, habe ich jetzt meine Stipproute in der Hand. Ja. Und Taste 2, ne, da habe ich mir halt schon eine Bolognese-Route mir kaufen können und nutzen können. Das zeige ich euch aber noch im anderen Video, wie ich die zusammengebaut habe und so weiter. Ich will ja jetzt nicht fischen, ich will euch nur jetzt das Spiel etwas näher bringen. Und bei 3 hätte ich jetzt die Spinnroute halt, ne? Womit ich halt versuche, Hechte zu fangen. Ne? Bei C kommen wir... Oh, ich habe vergessen zu verkaufen. Seht ihr? Jetzt haben die nicht mehr viel Haltbarkeit. Und ich kriege kein Geld mehr für. Ausgelockt und vergessen zu verkaufen. Also Leute, denkt dran, wenn ihr auslockt, verkauft vorher eure gefangenen Fische. Aber gut, dass das passiert ist, das kann ich euch ja zeigen. Ne? Also, jetzt habe ich natürlich viel Verlust gemacht. Hätte mir mehr eingebracht als diese 3 Silber. Weil sie jetzt nicht mehr ganz frisch sind. Mir ist es ja egal, ich bin so los, die stinken bei mir nicht mehr, was der Händler mitmacht. Das ist, sollte mir egal sein. So, ja. B hatte ich ja schon gesagt, ne? Wie gesagt, C könnt ihr gucken. In euren Kescher, wie viele Fische habe ich da drin. Ne? Ach so. So, gerade wenn ihr jetzt am Plinkern seid mit der Spinnroute, und ihr solltet irgendwo halt, ihr wirft und landet jetzt vor uns im Schilf und ihr bekommt einen Hänger, dass die Schnur da hängen bleibt, könnt ihr X festhalten, da läuft dann ein roter Balken ab. Wenn der zu ist, habt ihr die Schnur durchgeschnitten. Ja? Nicht, dass ihr euch die Angel kaputt macht, weil es kann sein, dass auch die Angel dabei bricht, wenn ihr zu doll da ruckelt, um die wieder loszubekommen. Also X, Schnur durchschneiden, fertig. Oder, wenn das alles, wenn ihr das nicht wollt, und sagt, ich will mir das Geld sparen, um eine neue Plinker, ein neues Stahlvorfach zu kaufen, Escape klicken, hier auf Exit beenden, neu einloggen. Und die Route ist wieder frei. Ja? So, hier ist die Statistik. Was habt ihr alles, euer größte Erfolge? Was habt ihr alles gefangen? Ne? 1,2 Schleie. War, glaube ich, in einem Video. Ne? Hier seht ihr eure eigenen Rekorde, die ihr halt gehabt habt. Ne? Den habe ich gestern gefangen beim Angeln. 2,5 Kilo. Karpfen, den hatte ich gestern gefangen. Ja. Hier stehen dann eure größeren Fische, ne, wie mein größter Hecht von 1,3 Kilo. Und halt, weiß nicht, ob das jetzt die Route ist, womit ich das gefangen habe. Ne. So, und hier ist eine ganze Auflistung. Welche Art vom Fisch und welches Gewicht. Ne? Hier stehen auch die größten Fische drin. Ja? Wie dieser hier. Das ist schon ein ganz guter Fisch, also seltener Fisch, wollen wir mal sagen. Deswegen hat der hier eine gelbe Fahne mit Stern drin. Ne? Die hat mir auch 5 Glückspunkte gebracht. Ne? Also das ist ein ganz besonderer Fisch gewesen. Ja, und dann eben halt hier der Hecht. Und was das hier für ein Fisch ist, keine Ahnung, wer es weiß, kann es gerne in den Kommentaren schreiben, was das hier für ein Fisch ist. Kenne ich nicht, was das hier für ein Fisch ist. Keine Ahnung. Wer es weiß, kann es gerne runterschreiben in den Kommentaren. Ja. Also hier sind halt die größten, die habe ich noch nicht gefangen. Die Fische hier gibt es ja in dem See nicht. Ne? Deswegen sind da keine Fische drinne. Aal gibt es hier in dem See auch nicht. Zander auch nicht.
Ne? Also wie gesagt, hier kommen eure Rekorde rein. Ihr kriegt ja auch beim Angeln immer hier unten eine Meldung, wenn ihr einen Fisch gefangen habt. Wenn die Meldung kommt, habt ihr einen größeren Fisch gefangen. Ne? Da habt ihr euer eigenen Rekord gebrochen. Was das hier ist, kann ich auch nicht sagen. Das weiß ich auch nicht, ob das. Kann mir nur vorstellen, dass ich jetzt mit Pose angeln 948 Fische gefangen habe. Und einer wahrscheinlich misslungen oder abgegangen oder was auch immer. Hier beim Plinkern, nee, hier beim Grundangeln oder Plinkern, ne, mit dem Teigbällchen habe ich 355 Fische gefangen. So stelle ich mir das vor, dass es das so ist. Mit dieser Fliegenlarve oder was auch immer, habe ich 294 Fische gefangen. Und mit die 294 Fische bin ich von Level 9 in 0, nichts auf Level 11 gewesen. Weil man nur große fängt. Fast große, immer große. Ne? Mit dem Regenwurm habe ich halt 143 Fische gefangen. Das ist dieser Wurm, wo ich mal erzählte. Ich stelle euch nochmal vor, habe ich 30 Fische gefangen. Weil ich habe ja nur 30 Köder gekauft. Aber es haben nur kleine drauf gebissen. Also den Köder kann ich nicht empfehlen. Dann habe ich hier den Tauwurm, auch nur 30 gefangen, hat auch nicht gut gebissen. Zumindest hier nicht am Demsee. Oder ich hatte kein Glück gehabt. Dann habe ich auch diesen komischen Wurm ausprobiert. Dann hier diese Made oder was das ist, ausprobiert. Ne, da habe ich nur 29 Fische gefangen. Einer ist mir abgegangen. Und da war ja auch bei der Stippbrücke die Schnur gerissen. Ne? So, mit dem Plinker habe ich schon 25 Fische gefangen. Und so weiter. Dann könnt ihr immer sehen, auf welchen Köder habe ich wie viel gefangen. Hier auf so einem Boilie hatte ich mir mal rangemacht, damit habe ich ja auch den Karpfen gefangen. Da habe ich nur 7 Fische gefangen. Mit Käse 3, mit Mais 2, mit Erbse 4. Ja, könnt ihr immer sehen, aha. Also der Köder funktioniert an dem Gewässer besser. Also benutze ich den auch am meisten. Ne? Was das hier bedeutet, weiß ich nicht. Ob das 13 Fehlanschläge waren oder so, keine Ahnung. Hier ist, was ich schon alles gegessen und getrunken habe. Ne? Die habe ich bis viermal getrunken. Wodka nur 2 Flaschen. Reicht auch. Mehr würde einen nicht bekommen. Ne? Genau, hier haben wir dann Erfolge. Die dann, wenn wir das errungen haben, also Errungenschaften, ne, werden die freigeschaltet. Was sie alle hier bedeuten, kann ich gar nicht mal sagen. Und ob ich dadurch jetzt mehr Erfolge habe, keine Ahnung. Wer sich hiermit auskennt und weiß es, kann es gerne schreiben. Ne? Ja, also wie gesagt, das sollte sein, wird jetzt dunkel. Das sollte erstmal halt die Erklärung sein, wegen den Tasten und so. Tee, wie gesagt, um neue Brotköder herzustellen. Ne? U, um die Schnellstartleiste neu zu bestücken. B, habe ja erklärt mit dem Köder wechseln. X, wie gesagt, Schnur durchschneiden. Also habt ihr jetzt eine Route mit Rolle und Pose. Passt mal auf, erkläre ich euch mal. Ich schmeiße sie mal kurz raus. So. So. Und ihr wollt ihn nicht laufend festhalten und warten, bis der nächste Fisch beißt. Taste 0. Und ihr könnt sie hinstellen. So macht man das auch mit der Grundangel. Rausschmeißen, hinstellen. Mit Y können wir jetzt die Schnur spannen, auch bei der Grundrute, weil desto straffer die Schnur, umso besser können wir die Bisse erkennen. Ja, das wäre das. So, jetzt habt ihr meinetwegen hier ein, zwei oder drei Guten. Wir können jetzt hier mit E die Rute wieder in der Hand nehmen, wenn ein Fisch gebissen hat. Wir können auch, wenn wir jetzt hier stehen, wir haben jetzt hier drei Ruten. Ach, machen wir mal. Nehmen wir mal zwei Ruten. So, nehme ich mal die Stipprute. Achso, die ist mir die Schnur gerissen. Muss ich die dann halt noch machen? Nehme ich mal die Spinnrute, schmeiße ich auch raus. So.
und lege die mir auch hin. So, wenn die Meldung kommt, haben wir nicht genügend Platz, um die da hinzulegen. Also müssen wir ein bisschen laufen. Seht ihr? Und schon kann ich sie ablegen. So, jetzt habe ich ja hier zwei Routen. Auch, ihr müsst nur die Zahl euch natürlich merken. Jetzt ist die Nummer 3 die Spinnroute. Die liegt jetzt auch bei mir auf der linken Seite. Die Polonaise-Route, die Posenroute liegt jetzt bei mir auf der rechten Seite. So, jetzt sage ich mal beispielsweise, die Polonaise-Route ist jetzt beispielsweise eine Grundangel. Jetzt geht die Bimmel. Also wissen wir halt, da hat ein Fisch angebissen. Wir drücken jetzt Taste 2, zack, bumm, und er nimmt sofort die Angel in der Hand. Wenn es mal schnell gehen soll. Weil so müssen wir uns erstmal drehen und E klicken und dann habe ich sie auch in der Hand. Nur wenn ich das aber halt hier stehe, sagt Taste 3, bumm, und ich habe die Route in der Hand. Ne? Wenn da jetzt der Fisch gebissen hat. Oder der Fisch hat auf 2 gebissen, auf der zweiten Angelroute, zack, Nummer 2 klicken, zack, hab die auch gleich in der Hand. Ja? So, und jetzt, weiß nicht, hatte ich das schon mal gesagt, wenn ich jetzt eine Angel rausnehme, so, ich höre auf, ist Tag vorbei, dann über die Enter-Taste ist die Backspace-Taste, das heißt, das ist eine Taste, wo ein Pfeil nach links zeigt. Da drauf klicken, zack, stecke ich die Route weg und hallo, Route wegstecken. So, Taste 3 war ja unsere andere Route. So. Wie gesagt, wie man jetzt wegen Spinnroute hier gut fängt, das erkläre ich euch alles noch. Ne? Und Backspace, zack, bumm, Route eingesteckt. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, wir können hier in den Bäumen hängen bleiben, dann können sie uns durchbrechen und so weiter. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt alles gut erklärt. Ihr wisst jetzt Bescheid. Ja. Sollte einer was anderes rausgefunden haben oder über irgendwas, was ich geredet habe, falsch sein, bitte ich euch in unten in den Text, in die Kommentare zu schreiben, hier, das ist falsch, das ist dafür gedacht und dafür gedacht, falls ich einen Fehler gemacht habe. Ja, und nicht sagen, okay, dislike, zack, bumm, was der da labert, ist Müll, ne? Okay, das sollte es dann gewesen sein. Und beim nächsten Video werden wir wieder angeln, dann zeige ich euch den Platz, wo ich diesen 2,5 Kilo Karpfen gefangen habe. Und zeige euch den Platz, wo der ist, wo ich den gefangen habe. Und vielleicht haben wir Glück und fangen wieder einen. Bis dahin sage ich erstmal wieder danke fürs Zuschauen. Dieses Video ist etwas länger, logisch. Und sage dann bis zum nächsten Mal bei Rushing Fishing 4. Und sage dann ciao, tschüss und bye bye.